Hallo aus dem Wallraff. Heute haben die Freunde die Hausinspektion getroffen und ich möchte Dennis von der Hausinspektion im Wallraff fragen. Dennis, wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit gekommen? Das ist ganz einfach. Zur 1912-Ausstellung Mission Moderne habe ich hier im Wallraff angefangen als Sicherheitsmitarbeiter und habe hier auf der Etage gestanden, wie die Kollegen heutzutage, und die Bilder bewacht und darauf geachtet, dass die Gäste die Bilder nicht anfassen. Später wurde ich Pförtner und dann kam es dazu, dass durch die Sicherheitsfirmen ein Wechsel passiert ist, dass eine andere Firma hinkommen sollte, und ich persönlich hatte mit dem Wallraff schon abgeschlossen und eigentlich meinen Weg bei der Bundeswehr gefunden. Dann hatte ich das Glück, würde ich mal sagen, die Möglichkeit, über die Sicherheitsfirma dem Herrn Breuer und meinem Chef zu helfen und mir das hier anzugucken. Und zum späteren Zeitpunkt ist hier jemand in Rente gegangen und ich hatte dann gefragt, ob ich mich auf diese Stelle bewerben kann. Hab damit alles auf eine Karte gesetzt, der Bundeswehr abgesagt, ohne eine feste Möglichkeit zu haben, ob das hier überhaupt möglich ist. Und zum Glück hat alles gepasst und seit 2016 bin ich im Team von Herrn Breuer in der Hausinspektion. Dennis, erzähl mal, wie sieht dein normaler Arbeitsalltag aus, wenn keine besondere Ausstellungseröffnung oder große Events anstehen? Was machst du so tagsüber? Ich würde mal sagen, im Museum ist eigentlich immer Betrieb. Es ist immer irgendwas zu tun. Wenn wir keine großen Ausstellungen aufbauen, sind Mitarbeiter der Restaurierung da, die Bilder anfordern, die vielleicht im Depot deponiert sind, die wir dorthin bringen, damit die restauriert werden oder fotografiert werden. Außerdem betreuen wir verschiedene Firmen, wenn hier Veranstaltungen sind. Wir begleiten dann die Veranstaltung mit Ton oder mit einem Beamer, Videoübertragungen, die gemacht werden. Wir sorgen eigentlich für den Aufbau, dass die verschiedenen Leute, die hier hinkommen und ihre Veranstaltung hier bei uns führen wollen, betreuen wir sie. Außerdem gibt es noch die Sachen wie Bestellungen annehmen, wenn der Museumsshop neue Ware fordert, die bei uns im Kataloglager deponiert ist. Wir sorgen dafür, dass das Desinfektionsmittel im Foyer für unsere Gäste vorrätig immer aufgefüllt ist und diese Sachen, die sonst eben anstehen, wenn nicht die großen Ausstellungen gerade sind. Außerdem sind oft dann Umhängungen, die Kuratoren dann in der Zeit nutzen, um vielleicht verschiedene Bilder auszutauschen, und dafür sind wir dann zuständig. Dann ist ja jede Menge dabei. Ja. Es wird nie langweilig. Was sind eigentlich die schönsten, aber auch die stressigsten Momente in deinem beruflichen Alltag? Die schönsten Momente für mich sind, wenn ich sehe, was wir hier aufgebaut haben, wenn die Etagen fertig sind, die Räume neu bestückt sind mit Bildern, wir eigentlich darauf stolz sein können, dass die Leute das sehen, was wir gemacht haben, obwohl wir eigentlich die Leute im Hintergrund sind, wo kaum jemand sieht eigentlich, wer es war. So, das ist für mich das, was am schönsten ist, die Leute glücklich zu machen mit dem, was wir hier aufhängen, sage ich jetzt mal so. Die stressigsten Momente sind nicht eher, dass wir die Ausstellung aufbauen, da finde ich eher noch, ist es stressig, eher wenn Veranstaltungen sind, wenn viele Sachen kurz auf den letzten Drücker passieren, die Veranstaltung schon beginnen soll und die Leute dann noch das fordern oder dann braucht man da noch einen Tisch. Was zum Beispiel auch schon passiert ist, wir haben Proben gemacht für eine Veranstaltung, es war alles wunderbar und kurz bevor die Veranstaltung losging, ist der Beamer kaputt gegangen und wir mussten schnell einen neuen Beamer anfordern, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Das sind dann eher so die Momente, wo man so mal durchatmen muss und denkt so, jetzt darf man den Kopf nicht verlieren, damit eben alles hinhaut, wie der Kunde es gerne hätte. Und erzähl mal, was gehört eigentlich zu dem unentbehrlichen Equipment eines Mitarbeiters in der Hausinspektion, wenn ihr so im Haus unterwegs seid? Was hast du immer dabei? Das, was ich immer dabei habe, sind meine Handschuhe, weil ohne die dürfen wir die Objekte hier nicht anfassen. Das ist ein No-Go. Meistens laufen wir dann auch mit dem Zeug.
Vollstock räumen, falls wir irgendwas ausmessen müssen, was vielleicht gerade neu angeschafft werden muss, ein neues Objekt irgendwo hin muss und meistens was zu schreiben und ein Blatt Papier, einen kleinen Block, das, was so im Alltag für uns gebraucht wird, wenn irgendjemand was von uns möchte. Wollen wir von dir, lieber Dennis, wissen, ob es vielleicht eine Anekdote, ein Ereignis aus der Zeit hier im Wallraff gibt, an die du gerne zurückdenkst oder die dich immer noch zum Schmunzeln bringt? Ja, sogar sehr. Und das hat auch mit den jungen Kunstfreunden zu tun. Ich war gar nicht lange in dem Job, in dem ich jetzt bin, und habe meine erste Veranstaltung für die jungen Kunstfreunde gemacht, den Kunstspäti. Und wir haben unten bei uns im Werkzeuglager den Kunstspätiwagen deponiert. Den sollte ich da rausholen. Und vor unserer Tür hatten wir von den Etagen die Farbeimer gestapelt. Und ich bin mit dem Kunstspätiwagen gegen diesen Farbstapel gefahren. Und mir ist die komplette Farbe auf dem Boden. Mit alle Eimer sind aufgeplatzt. Und ich habe gedacht, das werde ich niemals dem Herrn Breuer erzählen dürfen, weil sonst war ich das letzten Tag hier. Aber zum Schluss, ich habe dann mehr Zeit erstmal unten verbracht, die Farbe wieder wegzuwischen, und habe es auch alles wegbekommen, habe es Herrn Breuer dann erzählt, er hat dann drüber gelacht und hat gesagt, es ist nichts passiert. Aber das ist sowas, wo wir uns öfters mal drüber lustig machen, wenn wir bei uns im Lager sind und vielleicht noch einen kleinen Farbspritzer sehen, wo wir dann wissen, das war der Dennis mit dem Kunstspätiwagen. Eine tolle Geschichte und ein toller Chef, der so reagiert. Das stimmt, das stimmt. Ja, herzlichen Dank, lieber Dennis, für dieses Interview. Es hat viele spannende Einblicke aus eurem beruflichen Alltag uns gezeigt, den man so ja normalerweise als Museumsbesucher gar nicht zu Gesicht bekommt. Ich bedanke mich. Dankeschön. Dankeschön.